Mein erstes Trikot. Wow. Ehrlich, FC Bayern Trikot. Ich glaube Schweinsteiger. Ballack, deutsche Nationalmannschaft. Mit der 13. Barcelona tatsächlich. Ja. Von meinem Vater, der selbst gespielt hat. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, in welchem Verein. Und ich hatte auch relativ früh ein Barca-Trikot gehabt. Mein Bruder auch, genau. Der hat das geliebt, deswegen glaube ich Barcelona war das. First jersey I owned was a Barcelona jersey. Like a really small one. A really small baby Barca jersey. Who gave it to you? My parents. Yeah? Yeah. Did they have a name? It had Messi on the back. Nee, da war jetzt keine Nummer drauf. Okay. Nee. Ohne Nummer drauf, aber das offizielle Trikot von Barcelona, dann haben wir auch Camp Nou besucht. Dann haben wir mit meinem Bruder und einem Kumpel waren wir im Urlaub und haben gesagt, wäre schön mal, wenn jemand von uns hier mal spielt. Boah. Vielleicht ein Kopenhagen-Fußballtrikot, aber I also remember I had a Portuguese one with Luis Figo on the back. Yeah, I remember I had that as a little kid, yeah. Es war, glaube ich, ein Bayern-Trikot, aber ich weiß nicht, wer hinten drauf war. Mal kurz überlegen, ja. Tatsächlich ein Trikot von Ivica Olic, wo er noch bei Bayern München gespielt hat. Habe ich getroffen und gleich auch ein unterschriebenes Trikot bekommen. Corinthians. Das war der erste Trikot. Das ist auch mein Lieblingsverein. Das war, ich glaube, 94 vielleicht, wenn ich geboren habe. Dann habe ich schon etwas. Aber seit ich kennenlerne, seit ich kann etwas sagen, ja, schon Corinthians, der erste. Und der einzige auch. Ronaldinho Shirt, I think, this is my first one. Ich denke, es ist meine Mutter, nein, mein Vater. Mein Vater mir hat gekauft ein Trikot von Marseille. Wow. Nein, meine Mutter von Marseille. Hat es wohl einen Namen drauf? Ich denke nicht. War die Trikot, er war rose, war sehr schön, aber mein Vater war für PSG. Und du weißt, in Frankreich, PSG und in Marseille ist nicht Love. Yeah. Und ja, er war nicht glücklich, wenn er gesehen hat, ich war mit dem Trikot von Marseille. Das war in der Türkei, habe ich mir das gekauft. Boah, da war ich, glaube ich, 8 oder 7 von Messi. Mit der Nummer 19 bei Barca, glaube ich. Ja, das war das erste. Ich glaube, ein Österreich-Trikot, aber ohne Namen hinten drauf. Probably a national team Sweden. Ich habe ein Trikot bekommen von meinem Onkel. Und das war ein Trikot von Olympique de Marseille. Mit Titi Camara. Das war ein internationaler Fußballspieler aus Guinea, meinem Heimland. Ein Trikot von Kaka, AC Mailand. Von Marcelinho. Wo ich das richtig bewusst wahrgenommen habe, da hat er bei Hertha BSC gespielt. Das war mein erstes Trikot. Ich glaube von Ronaldo, Real Madrid oder Portugal. Ich denke Ajax. Hast du jemanden hinten drauf? Nein, ich denke nicht. Oder Huntelaar. Mein erstes Trikot war ein Trikot von Dinamo Zagreb, weil ich einfach ein sehr, sehr großer Fan dieser Mannschaft bin und auch früher zu sehr vielen Spielen mitgereist bin. Und das war so das erste Trikot, was ich von meinem Vater geschenkt bekommen habe, obwohl der eigentlich der rivalisierenden Mannschaft, nämlich Hajduk Split, die Daumen drückt. War jemand auf dem Rücken? Ja, Silvio Maric hat er geheißen. Der war auch bei Newcastle und ja, war ein guter Spieler.